Und ich begrüße jetzt in Teheran Jörg Brase, er ist vor Ort. Herr Brase, was wissen Sie denn über die jüngste Hinrichtung und über die Todesurteile, die wohl noch vollstreckt werden sollen? Ja, also was ganz interessant ist, ist, dass wir hier eine richtige aktive Öffentlichkeitsarbeit der iranischen Justizbehörden sehen. Die unterhalten ein eigenes Presseportal, Mizan heißt das. Und von diesem Presseportal gab es heute Morgen die Meldung einer zweiten Hinrichtung. Ein junger Mann wurde in der Millionenstadt Mashhad im Nordosten öffentlich erhängt, hieß es da. Und es gibt mittlerweile auch Videos, die ebenfalls von diesem Portal verbreitet werden, auf denen zu sehen ist, wie ein Mann mit einem Messer zwei Sicherheitsbeamte ersticht, wie er andere verletzt. Und jetzt in den vergangenen Minuten wurden auch Fotos dieser Hinrichtung über das Presseportal verteilt. Das heißt, es ist offensichtlich, das Regime will dadurch dokumentieren, dass es mit aller Härte gegen Aufständische, wie man es nennt, vorgeht. Und insofern muss man damit rechnen, dass auch andere, die auf der, gegen die Todesurteile schon verhängt wurden, mit ihrer Hinrichtung rechnen müssen. Es betrifft unter anderem einen ehemaligen Fußballnationalspieler. Da gibt es im Internet große Unterstützungskampagnen, auch von Fußballerkollegen, die aufrufen, das Todesurteil nicht auszusprechen oder zu vollstrecken. Allerdings hat der Justizchef der Stadt Isfahan, wo dieser Fall anhängt, bereits gesagt, man werde sich von diesen öffentlichen Kampagnen nicht beeinflussen lassen, sondern werde Urteile schnell aussprechen und auch entsprechend schnell vollstrecken. Wie wirken denn diese Todesurteile oder vor allen Dingen auch das Vollstrecken der Todesurteile? Lassen sich die Demonstrantinnen und Demonstranten dort wirklich abschrecken? Es war ja die Rede davon, man wolle Rache nehmen von Seiten der Demonstranten. Ja, in der Tat. Also es werden Fotos, Namen, auch Adressen veröffentlicht von Anklägern, auch von Richtern. Es wird aufgerufen, diese zu verfolgen. Inwiefern aber jetzt diese Hinrichtungen tatsächlich Auswirkungen haben auf die Proteste, das ist vielleicht noch etwas früh, um das sagen zu können. Es hatte ja bereits eine erste Schockwelle und heftige Reaktionen gegeben am Donnerstag, als die Meldung der ersten Hinrichtung kam von Mohsen Shekari. Am Tag danach, am Wochenende, gab es dann den Aufruf zu weiteren Protestmärschen. Es ist wirklich schwer zu sagen, ob die Zahl derer, die sich jetzt auf die Straße trauen, tatsächlich abnimmt. Aber natürlich gibt es immer wieder Aufrufe und Meldungen. Und die Leute, mit denen wir sprechen, die sagen uns, ja, wir müssen davon ausgehen, dass viele Familien jetzt vielleicht nicht wollen, dass ihre Kinder auf die Straße gehen, aus Angst eben vor diesen massiven Vergeltungsmaßnahmen des Regimes. Aber andere sagen uns, dass sie entschlossen sind, weiterzumachen, um die Proteste noch so lange wie möglich durchzuführen. Die Proteste so lange wie möglich durchzuführen, das ist ja auch beispielsweise eine Intention, die erreicht werden soll, beispielsweise von Seiten der EU mit neuen Sanktionen. Lässt sich überhaupt das Regime in Teheran davon noch beeindrucken, weil es ist ja schon weitestgehend isoliert und sanktioniert? Und genau das ist auch das, was mich ein bisschen zweifeln lässt, dass ich glaube, es ist mittlerweile das vierte Sanktionspaket, wirklich Wirkung zeigt. Es werden, oder das hört man zumindest, wieder 30 Personen ins Visier genommen, Personen und Organisationen, die dann mit Strafen belegt werden sollen, die nicht ins Ausland reisen dürfen, deren Auslandsvermögen dort eingefroren wird. Und es wird dann auch untersagt, mit diesen Personen Handel zu treiben. Jetzt hat allerdings die Führungselite in Iran gelernt, mit solchen Beschränkungen umzugehen. Insofern glaube ich nicht, dass das eine besonders große Wirkung haben wird. Was Wirkung haben könnte und was auch gefordert wird von Regimegegnern, ist, dass die Revolutionsgarden, die vor allem im Fokus dieser neuesten EU-Sanktionen stehen sollen, dass die auf die Terrorliste gesetzt werden, als Terrororganisation bezeichnet werden, wie es die USA bereits getan haben. Da tun sich aber die Europäer schwer, aus juristischen Gründen, wie es heißt, diesen Schritt zu gehen. Und was Iran sicherlich treffen würde, wäre die Atomgeschichte. Gespräche abzubrechen, denn Iran hofft natürlich darauf, dass wenn die Verhandlungen zur Wiedereinsetzung der Atomvereinbarung in Kraft treten, Sanktionen gelockert werden, Öl verkauft werden kann, wieder Einnahmen generiert werden können. Das wäre natürlich wirklich ein Schlag, wenn diese Gespräche abgebrochen würden, die Sanktionen aufrechterhalten würden. Aber natürlich will der Westen, vor allem die Europäer, verhindern, dass sich Iran atomar aufrüstet. Und deshalb schreckt man vor diesem Schritt bislang jedenfalls noch zurück.
Vielen Dank, Jörg Brase, direkt aus Teheran für diese wirklich aktuellen Informationen und Einschätzungen.